einem Funkchip ausgestattet werden sollten. Das haben auch alle bereitwillig getan. Kann sie also auf dem ganzen Schulgelände orten und weiß jederzeit, wer sich wo aufhält. Eine Schülerin, die 15-jährige Andrea Hernandez allerdings, bibelfest wie sie war, fürchtete weniger den Überwachungsstab als vielmehr das Zeichen des Tieres aus Offenbarung 13. Davon gehört und sie verweigerte die Chipkarte, hat ihr alles nichts genützt, ihre ganze Bibelfestigkeit. Sie wurde der Schule verwiesen. Was ist nun das Zeichen des Tieres nach Offenbarung 13? Was hat es mit dieser geheimnisvollen 666 auf sich? Was ist das überhaupt für ein anderes Tier, von dem wir in der Textlesung gehört haben? Das zweite Drachenkind, so haben wir es genannt, der falsche Prophet. Ehrlich gesagt, ich wäre jetzt auch lieber im neuen Jerusalem. Sie auch? Nicht nur real, das sowieso, da wäre schon alles vorbei und Herrlichkeit wäre schon ein Stück weit angebrochen, aber auch in der Auslegung. Aber wir müssen da durch. Mir sagte ein Freund, der Pfarrer, mich neulich angerufen, sagte, wenn wir nicht über Offenbarung 13 jetzt reden, wann dann? Und ich möchte nicht von Ihnen droben als erstes gesagt bekommen, da hättet ihr uns wesentlich besser informieren können. Also wir packen uns daran an Offenbarung 13, den zweiten Teil. Natürlich in zwei Gottesdiensten kann man das nie erschöpfend auslegen. Es soll ja nun mal die Richtung vorgegeben werden. Wichtig ist, wir sind also in den letzten Jahren vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wenn wir es richtig sehen, ist zu der Zeit, wenn diese Ereignisse ablaufen werden, die Gemeinde schon entrückt beim Herrn. Das zweite Drachenkind, der falsche Prophet, so wird er in Offenbarung 16, Vers 13 und 19, Vers 30 genannt, Pseudoprophet. Man kann unseren Text in drei Unterabschnitte einteilen, Verse 11 bis 14a, der falsche Prophet wird charakterisiert. Zweitens, 14b bis 15, der falsche Prophet und das Bild des Tieres. Drittens, Vers 16 bis 18, der falsche Prophet und das Mahlzeichen, die Zahl des Tieres. Schauen wir uns nochmal die Charakterisierung als ersten Punkt an. Sie haben den Text ja ausgedruckt auf Ihrem Ablaufprogramm, wo auch die Lieder aufgedruckt sind. Ab Vers 11 wird er charakterisiert. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, heißt es da. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil worden war. Es tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde brennen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres, ihm Macht gegeben ist. Ein zweites Tier. Diesmal im Unterschied zum ersten Tier, dem Antichristen, den wir schon betrachtet haben, steigt es vom Land. Das könnte ein prophetischer Hinweis sein, dass dieser Mann zur Zeit des Endes, der falsche Prophet, aus Israel stammt. Und die Bildsprache der Offenbarung charakterisiert ihn zunächst so, er sah aus wie ein Lamm, aber er hatte eine Rede wie ein Drache, Teufel, diabolische Rede. Zwei Hörner wie ein Lamm, redete wie ein Drache. Auch das zweite Tier hat Raubtiercharakter. Auch das zweite Tier wird nicht im Bild eines Feldhamsters und Streifenhörnchens geschildert, sondern ebenfalls als Biest, die Bestie. Therion ist die jagende, das jagende, menschenfressende Haus. Die Vulgata hat es wiedergegeben mit Bestia. Die Endzeit ist bei aller Tarnung, bei allem Humanitätsgerede und bei allem weiß angestrichen sein eine Zeit des Tierhaften und des Bestialischen. Der Mensch, so sagt Prediger 3,18 in der Weisheit Salomos, ist an und für sich ein Tier, wenn er ohne Gott lebt. Und so ist die gottlose Menschheit mit der Spitze der gottlosen Menschen am Ende in vier Bildern charakterisiert. Also ist es eine Tarnung. Außen ist ein Lamm und innen diabolisch. Man könnte auch sagen, ein Wolf im Schafspelz, aber hier müsste man sagen, ein Drachenkind in Lammesgestalt. Es geht in der Geschichte der Welt vom Ebenbild Gottes zum Tier und Wahnhaften, vom Anthropos zur Bestie.
Dann heißt es vom getarnten Drachenkind, es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Hier haben wir die Delegation der Vollmacht. Zuerst haben wir gelesen in Offenbarung 13, dass der Drache, der Teufel, seine Macht dem Antichristen, dem ersten Tier gibt. Und jetzt lesen wir, dass dieses erste Tier die Macht, die Vollmacht, die Kraft, das Vermögen, das teuflisch-satanische Vermögen weiter delegiert an das zweite Tier. Hier sehen wir die große Einheit im teuflischen Triumvirat der Endzeit. Aber auch eine Hierarchie. Satan, der Drache, das erste Tier, das zweite Tier. Ennius sagt, der falsche Prophet ist der Waffenträger des Antichristen. Es ist seine Wahl, sein Mann. Und dann heißt es, und immer traut das, darauf haben wir schon hingewiesen, aber es ist wichtig, es nochmal zu beachten. Und es macht. Oio. 10-mal kommt es vor. 5-mal geballt. Vers 12, 13, 14, 15, 16. Der Antichrist und der falsche Prophet, das sind die großen Macher der Endzeit. Da wird gewirkt, gehandelt, vorangetrieben. Man sagt ja heute so ein bisschen in der Politik, man ewiges Palaver, aber es kommt am Schluss nichts raus. Die zwei packen zu. Die zwei gehen voran. Die zwei schaffen auch Lösungen. Aber es geschieht alles ohne Gott. Macht der Endzeit. Und was ist Aufgabe und Ziel seines Wirkens? Auch das steht in unserem Text. Der Antichrist, das erste Tier, soll göttlich verehrt und angebetet werden. Es heißt, es macht, merken Sie schon wieder, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Ich glaube nicht lautbar. Sie auch? Gibt's doch nicht. Völlig aufgeklärte Menschheit. Vor wissenschaftlichem Wissen nur so strotzen. Alle 5 Jahre findet eine Wissensverdoppelung statt. Man kommt überhaupt nicht nach. Bücher ohne Ende. Und am Ende, ganz primitiv möchte man fast sagen, wird ein Mensch zum Gott deklariert und göttlich verehrt. Die Mittel, um die Anbetung des ersten Tieres zu erreichen, werden hier im Text bezeichnet als große Zeichen, Esel und als Drachenrede. Schauen Sie nochmal rein, Vers 13. Und es tut nämlich der falsche Prophet große Zeichen. Wie Elia kann es Feuer vom Himmel fallen lassen. Und es verführt, Vers 14, durch die Zeichen. Schon Paulus spricht ja von Zeichen und Wundern der Lüge in seiner Paulus-Apokalypse. In der Kraft des Teufels, in der Energie des Satans. Englisch könnte man sagen Supernatural Power. Übernatürliche Kraft. Unheimlich. Was wird die Menschen faszinieren? Die werden staunen wie Bauklötze, die Münder werden offen stehen, die Augen immer größer werden. Und dann sagen sie ja diesen Satz, in Offenbarung 13 wird er uns geschildert. Wer ist diesen beiden gleich? Wer ist dem Tier gleich? Und sie fallen anbeten nieder. Von der Nachreifung der Auferstehung haben wir ja schon gesprochen, aber es wird auch technische Wunder geben. Kapitel 12 haben wir gelesen, sind von Gott darüber informiert worden, dass am Ende der Tage der Teufel sein Aufenthalts- und Zutrittsrecht in der Himmelsregion verliert. Er kann nicht mehr wie in Hiob 1 und 2 geschildert oder in 1. Könige 22 verklagen und Vorschläge einbringen vor den Thron Gottes treten. Er verliert sein Aufenthaltsrecht. Er wird auf die Erde geworfen und mit dem Herabwurf des Teufels kommt auch sein gesamtes technisches Know-how mit auf die Erde. Wir werden erstaunt sein, was in Wissenschaft und Technik, inspiriert von der unsichtbaren Welt, gerade zur Zeit des Endes der Quantensprünge vonstatten gehen wird. Jedenfalls imitiert der falsche Prophet mit seinen Wundern die echten Propheten, um die Menschen zur Anbetung zu bringen. Durch die Wunder will er dir einen Schein göttlicher Legitimität geben. Schon Jesus warnt vor falschen Propheten, Messiasen und sagt, seht zu, Matthäus 24, dass euch niemand verführt. Wir haben ja dieses Modell des Nazi-Regimes als Anschauungsobjekt, sodass, wie das alles so ablaufen kann. Und da erstaunt es uns nicht, dass Adolf Hitler, der Führer und Messias des Dritten Reiches, von sich selber überzeugt war, dass er von der göttlichen Vorsehung bestimmt war, Deutschland zu seinem Heil und zu seinem Ziel und letztlich die ganze Welt zu führen. Er sagt etwa in einer Rede in Österreich,
Auch ich bin religiös, und zwar tief innerlich religiös. Ich glaube, dass es auch Gottes Wille war, von hier, von Österreich, einen Knaben in das Reich zu schicken, ihn groß werden zu lassen, ihn zum Führer der Nation zu erheben. Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt. Und dann wird immer wieder betont, was die endzeitlichen Verhältnisse betrifft, die Macht des Wortes, genauer gesagt, die Verführungsmacht des Wortes. Wir spüren ja schon, dass wir in einer Zeit leben, wo die Medien eine ungeheure Macht haben. In unseren Staatsrechtsvorlesungen wurde heiß diskutiert, wer die wirkliche Macht in der westlichen Welt hat. Sind es die von der Verfassung vorgesehenen Organe? Wirklich? Ist es die Banken- und Finanzwelt? Oder sind es die Medien? Oder gehören die alle in einen Topf? Aber eins ist klar, wer Fernsehen, Radio und Zeitung und Internet beherrscht, beherrscht die Menschen. Er bringt sie dorthin, wo er sie haben will. Und so schildert uns die Offenbarung bereits 2500 Jahrtausende vor unserer Zeit, das Buch Daniel meine ich, den Antichristen, dieses Tier mit einem großen Mund. Und auch hier, er redet wie ein Drache. Bengel nennt ihn, Johann Albrecht Bengel, nennt ihn deshalb den Herold des Antichristen. Er hat auch ein Evangelium, er hat auch eine Heilslehre zu verkündigen, nämlich die Heilsankunft seines Herrn, des Messias, der der Welt Heil und Frieden bringt und sie in eine neue, bessere Welt führt, wenn sie ihm nur folgen und ihn anbeten. Der Letztzustand der Welt ist nicht atheistisch, sondern zutiefst religiös. Da geht's hin. Aber es ist in Wirklichkeit eine Pseudo-Religiosität. Es ist in Wirklichkeit ein Pseudo-Messias. Es ist in Wirklichkeit ein Pseudo-Prophet. Und reden können die. Und Wirkung können die erzielen. Auch von Jesus heißt es, wir haben ja vieles in der Finsterniswelt nur als, wie soll ich sagen, als Abkupferung, als Abklatsch. Der Teufel sieht, wie es Gott macht und benutzt es, aber jetzt in einer finsteren Kraft. Und so haben wir auch von Jesus die Aussage, etwa als die Tempeldiener ihn verhaften sollen. Sie kommen zurück und sagen, warum habt ihr ihn nicht verhaftet? Dann sagen sie, wir haben noch nie einen Menschen so reden hören. Er hat Worte des Lebens. Meine Worte, sagt Jesus selber, sind Geist und Leben. Petrus sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Und so hat auch der Teufel und seine Drachenkinder eine besondere Vollmacht im Reden, in den Worten, aber in diesem Fall teuflische Worte mit teuflischem Geist aufgeladen, die verführen und blenden. Und damit vollendet sich auch in diesem Stück 1. Mose 3. Denn die Verführungswaffe Nummer 1 des Teufels war am Anfang das Reden. Der Teufel hat Adam und Eva zum Abfall vom lebendigen Gott, zum Ursündenfall, nicht dadurch gebracht, dass er ihn irgendwie mit einer Maschinenpistole gedroht hat oder mit einer Laserkanone oder sonst irgendwas, sondern, verstehen Sie es bitte recht, der hat bloß seinen Mund aufgemacht. Der hat bloß seinen Mund aufgemacht, das hat aber gereicht. So geschickt, so raffiniert, dass sie ihm auf den Leim gegangen sind. Und das reift am Ende der Tage aus. Auch im Dritten Reich haben wir ja diese Kraft und Macht. Ich habe es bereits gesagt, das Dritte Reich, ich verspreche es Ihnen, lassen wir dann heute. Das ist das letzte Zitat, aber es zeigt uns eben so vieles, wie Goebbels, der falsche Prophet des Dritten Reiches, einmal über seine eigene Wirkung, was das Reden betrifft, schreibt, in seinem Aufsatz Denker und Prediger. Wenn ich in Essen oder in Düsseldorf oder in Elberfeld spreche, Josef Goebbels, dann ist das für mich ein Feiertag. Da ist Leben, da ist Rhythmus, da ist Kampf, da pulst Leidenschaft in Freund und Feind. Da fällt das Denken, da fällt die Philosophie, da fällt die Pragmatik. Da wächst man über die enge Masse menschlichen Könnens hinaus, wird Prediger, Apostel, Rufer im Streit. Dann vollzieht sich das Wunder. Aus dem wilden, johlenden, schreienden Haufen werden Menschen. Menschen von Fleisch und Blut. Menschen, die innerlich so denken und fühlen wie wir. Nur gequälter, zerfurchter, mit einem bis ins gigantisch gesteigerten Hunger nach Licht und Erlösung. Da liegt in meinen Händen die Seele des deutschen Arbeitsmarktes. Und ich fühle, dass sie weich ist und rasch, und magnetisch und formig. Bilde hier, bilde da, stoße da die Gegner, sitze da Kanten an. Dann wachsen die Menschen vor mir
Ich sehe nur Fäuste und Augen, Blitz schlägt aus ihren Augen. Mit anderen Worten, er manipuliert sie. Sie lassen sich manipulieren. Schauen wir uns den falsche Prophet und das Bild des Tieres. Und es verführt und dann heißt es und sagt denen, das ist ein bisschen wie im Dritten Reich, jetzt kommt es leider nochmal ins Dritte Reich, aber das war wirklich das letzte Mal, und sagt denen, da fragt man sich ja auch immer, wer waren denn die Täter und wer waren denn die Opfer im Dritten Reich? Immer heiße Diskussion, die einen sagen, ja, wenn die da oben nicht gewesen wären, und die anderen sagen, aber ihr habt doch mitgemacht. Und genau diese Spannungsfeld finden wir auch in diesem letzten Weltreich. Es verführt, es macht, es manipuliert, es spricht, aber es sagt denen und sie machen. Und die Menschheit ist wie nie zuvor bereit, das zu tun, was ihr von oben gesagt wird. Sie wartet förmlich auf die Lichtgestalt, die die Welt in ein angeblich goldenes Zeitalter führt. Und die Massen werden marschieren, gleichförmig wie nie zuvor. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Es wurde ihm Macht gegeben, Achtung, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Zu Recht weist Professor Schlatter darauf hin, der Mensch begehrt eine Religion und kann deshalb nur durch eine Religion, niemals aber durch eine atheistische Ideologie befriedigt werden. Hier wird genau dieser religiöse Kult, nach dem der Mensch im Innersten sich sehnt, inszeniert. Dieses Bedürfnis wird, man muss jetzt eigentlich genau sagen, scheinbar befriedigt. Hier haben wir die Schilderung des Gräuel, der Verwüstung, den der Herr auch in seiner Endzeitrede aus Daniel zitierend nennt. Der Antichrist setzt sich in den noch zu bauenden Tempel in Jerusalem und erklärt dort nach 2. Thessalonicher 2, Vers 4, er sei Gott. Und das Erstaunliche ist, dass die Menschen das in der großen Masse akzeptieren. Ganz am Ende lässt er dann allerdings seine Maske der Humanität und Toleranz fallen und die endzeitliche Guillotine wird in einem gewaltigen Einsatz kommen. Alle, die das Bild nicht anbeten, werden getötet. Noch ein Satz zu diesem Bild. Ich wollte mich da nicht so lange aufhalten, da hat man ja viel überlegt. Aber diese primitive Vorstellung, dass das eine Art Fernseher ist, oben mit einer Kamera und zu einer bestimmten Zeit oder wenn es pfeift oder sonst was macht, müssen alle vor diesem Fernsehbild niederfallen. Das halte ich für zu schlicht, diese Vorstellung. Denn es heißt, er vermag dem Bild Pneuma, Ruach, Geist zu geben. Wir werden erstaunt sein, was so unheimliche Dinge noch. Der dritte Abschnitt über den falschen Propheten. Der falsche Prophet und das Mahlzeichen und die Zahl des Tieres. Dieser staatlich verordnete Kult um den Führer hat auch ein Erkennungszeichen. Damit man gleich sieht, wer mitmacht und damit man gleich sieht, wer nicht mitmacht. Wer staatstreu ist und wer nicht. Ein Mahlzeichen, ein Stirn oder rechte Hand. Und hier sehen wir auch immer die Antiprogrammatik.
des Teufels. Denn Gott hat auch ein Programm der Kennzeichnung, wenn auch unsichtbar. Der Heilige Geist heute Morgen in den Raum sieht, dann weiß er ganz genau, wer ein Versiegelter des Herrn ist. Sind bestimmt nicht alle, aber ich hoffe viele. Und die es nicht sind, können es heute werden. Einfach Jesus das Herz öffnen. Aber der Heilige Geist versiegelt auch in der Endzeit. So heißt es in Offenbarung 7, Vers 3, dass die Knechte Gottes an ihrer Stirn versiegelt sind. Hier werden die Feinde Gottes versiegelt, in Anführungszeichen. Sie kriegen ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn. Es gibt ja immer diese Erkennungszeichen. Das macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, Gleichschaltung, Sozialismus, jedenfalls auf der Ebene, für alle. Ob arm, ob reich, ob klein, ob groß, da sind sie alle dabei und da sind sie alle gleich. Sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege. Arithmon meint eigentlich, der errechne, weswegen Johann Albrecht Bengel von der geistlichen Kalkulation oder Rechnung spricht. Der errechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Mahlzeichen des Tieres. Es gibt ja Gemüter, die lassen sich relativ leicht erschrecken und gab tatsächlich auch Anfragen. Internet, www, ist das vielleicht schon das Zeichen des Tieres? Oder die Scheckkarte oder der Strichcode, müssen wir uns da schon verweigern? Das sind alles nur Vorläufererscheinungen. Es fällt auf, an die Stirn oder rechte Hand, dass das auch wieder etwas ist, was wir in Gottes Wort in positiver Weise finden. So heißt es etwa in 5. Mose, dass die Gebetsriemen und die Gebetskapsel, vielleicht haben Sie mal schon so ein Bild gesehen oder im Original gesehen eines orthodoxen Juden, wir werden es wahrscheinlich in ein, zwei Wochen so original sehen, dass die beim Beten, zum Beispiel an der Klagemauer, so eine schwarze Kapsel zwischen der Stirn haben und dass sie ihre Gebetsriemen umgebunden haben, an der Hand und an der Stirn. Und hier das Mahlzeichen des Teufels an der Hand und an der Stirn. Es wird vielleicht so eine Art Funkchip sein. Ist ja auch sinnvoll. In vieles, was am Ende missbraucht wird, wird zunächst mit guten Argumenten eingeführt. Es ist doch sinnvoll, wenn der Arzt zu einem schweren Verkehrsunfall kommt und sofort alle wesentlichen Daten wie Blutgruppe, Vorerkrankungen, Operationen, Unverträglichkeiten, Möglichkeiten des allergischen Schocks sofort abscannen kann aus dem Chip und sofort entsprechend handeln kann. Es ist doch gut, wenn man gegen diese elende Schwarzarbeit und den Sozialbetrug vorgeht und mal den Menschen sozusagen mit seinen Daten koppelt und dann ganz einfach überwachen kann. Es wird in vielerlei Hinsicht gut sein, aber am Ende wird es entartet und missbraucht werden. Schweden schafft das Bargeld ab. Das geht auch so in die Richtung. Schweden ist das erste Land, das den komplett bargeldlosen Verkehr möchte. Man kann zum Beispiel jetzt schon in Bussen nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Die Banken reiben sich natürlich die Hände, wenn es kein Bargeld mehr gibt, gibt es kein Geld unterm Kissen, gibt es kein Geld irgendwo im Wald versteckt, sondern alles lagert, jedenfalls das normale Geld, bei ihnen auf der Bank. Und an den Karten und an diesem ganzen Zahlungsverkehr können sie kräftig verdienen. Das geht schon in diese Richtung. Nun ist ja diese geheimnisvolle Zahl und man hat überlegt, was könnte das sein? Wir wissen es nicht. Wir werden es aber, soweit wir überhaupt noch da sind, wenn das sein wird, errechnen können. Im Griechischen, Hebräischen, auch im Lateinischen hat jeder Buchstabe ja auch einen Zahlenwert. Und so kann man jeden Namen auch als Zahlen darstellen und als einen Zahlenwert errechnen. Und da gibt Gott einen Hinweis. Für die, die dann in der Zeit sein werden, sie werden vielleicht in der Frühphase des Auftretens des Tieres, wenn es noch nicht so klar ist, ihn unter anderem daran erkennen, dass die Zahl seines Namens 666 ist, die Zahl eines Menschen. Übrigens hat Jesus Christus den Zahlwert 888. 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Es wird viel spekuliert, aber es ist meines Erachtens jetzt noch verborgen, aber dann, wenn er auftreten wird, wird er auch daran erkannt werden.
Am Ende wird es also auf der ganzen Welt von fast allen Menschen unterstützt eine Rebellion gegen Gott geben, die vom Satan und seinen fleischlichen Armen Antichrist und falscher Prophet angeführt und gelenkt wird. Am Ende dient die ganze Welt dem Teufel, um ihr Ich voll entfalten zu können. Es ist das Ende der Rebellion des Menschen gegen Gott, die im Garten Eden begann, die auf Golgatha ihren Höhepunkt gefunden hat und ihre Vollausreife in den letzten Tagen finden wird. Das, was in 1. Mose 3 geschehen ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte, findet aber in der letzten Ausgestaltung des Reiches dieser Welt seinen Abschluss und seine Vollendung. Noch nie hat die Menschheit in so einer Masse gegen Gott rebelliert. Das ist antichristliches Welteinheitsreich, bevor dann der Herr kommt. Im Antichristentum wird das Übermenschentum Friedrich Nietzsches Gestalt gewinnen. Mensch ohne Gott. Es wird Götzendienst und Bildanbetung in einem nie gekannten Ausmaß geben. Es geht zutiefst, ist ja auch klar, wenn der Widersacher Gottes hinter der Sache steht, es geht zutiefst gegen Gott. Und so wundert es uns nicht, dass die endzeitlichen Verhältnisse geschildert werden als Verhältnisse, die diametral dem ersten und zweiten Gebot widersprechen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Genau das geschieht ja. Und klar ist auch, wer das Zentralgebot der Gottesbeziehung bricht, bricht auch alle anderen. Das sagt auch Jesus ganz klar. Das ist die Sünde, Abschiedsrede Jesu, Johannesevangelium. Das ist die Sünde, was ist die Sünde? Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, dass sie beziehungslos, ohne Gemeinschaft mit mir leben, woraus alle Sünden folgen. Wer das Zentralgebot der Beziehung und der Gemeinschaft mit Gott bricht, ich bin der Herr, dein Gott, das ist eigentlich ein Erlösungssatz, weil es ist ja nach der Herausführung aus Ägypten gesprochen. Wer dieses zentrale Gebot bricht, die Gemeinschaft mit Gott bricht, bricht auch alle anderen Gebote. Und wenn wir die anderen Gebote uns kurz anschauen, dann sehen wir, dass die Abweichung vollends da ist, dass heute schon alles im Laufen ist. Da wird der Name Gottes missbraucht und gelästert. Allein dreimal heißt es in Offenbarung 16, dass sie den Namen Gottes gelästert haben. Gott sagt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Da werden die göttlichen Ordnungen des Wochensiebener Rhythmuses auf dem Altar der Gewinn- und Vergnügungssucht geopfert. Gott sagt, du sollst den Feiertag heiligen und am siebten Tag ruhen. Da werden alte Menschen zunehmend als störend und als finanzielle Belastung wahrgenommen, die am besten schnell den Freitod wählen sollen. Da wird die allen möglichen und unmöglichen geschlechtlichen Kombinationen aufgelöst. Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Da wird abgetrieben, gemordet und gehurt. Gott sagt, du sollst nicht morden, totschlagen und Ehe brechen. Da wird betrogen und gelogen und durch betrügerische Finanzstrukturen ganze Völker ausgeraubt und bestohlen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, keine Meineide leisten und begehren, was dein Nächster besitzt. Alles schon immer in der Welt, aber in einem nie gekannten Ausmaß am Ende der Tage. Götzendienst und Bildanbetung ist nicht am Ende der Tage nur ein Problem, sondern bereits heute. Als ich im Himalaya unterwegs war, habe ich das gesehen, was Heiko Grimme uns auch schon erzählt hat, dass es in Asien, jedenfalls in der Region, wirklich diese Dörfer gibt, wo in der Mitte, man kann sagen, so eine Art Brunnen oder so ein Mahl steht, eine Schlange aufgerichtet, und da sieht man dann die Früchte da liegen, Eier, Äpfel und solche Dinge. Wirklich ein Schlangenaltar. Und ein befreundeter Pastor hat mir erzählt, er war jetzt eben auch mit Heiko Grimme unterwegs in Orissa, er sagt, sie sind in den Dörfer gekommen, da war so ein Termitenhügel. Da war von den Termiten verlassen, mit lauter Löchern, da hausten Dutzende, hunderte Schlangen drin. Und das war der Götzenaltar dieser Dorfbewohner. Die haben jeden Morgen diesen Schlangen und den Mächten, den sie damit verbunden haben, Opfer gebracht, Früchte hingelegt, Eier. Ja, so einen Götzendienst gibt es heute auch noch. Aber das ist für die wenigsten von uns heute ein Problem.
In der westlichen Welt ist das vor allem der Mammonsgeist, verbunden mit der Pleonexia, dem Mehr haben wollen, der krankhaften Gier, den Rachen nicht vollzukriegen. Gepaart mit der Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Gewinn- und Profitmaximierung lassen leicht Gott, Gottes und menschliche Ordnung überfahren. Schauen wir uns doch nur die jüngsten Schlagzeilen an. Eierskandal, Mastskandal, Handel mit Spendenorganen, Bankenkrise, bop, 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 bop. Es geht immer, 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 immer. Professor Wähler, den ich selbst an der Uni in Bielefeld kennengelernt habe, er untersucht Wirtschaftsstrukturen und Wirtschaftsverhältnisse, er ist ein Historiker der letzten 200 Jahre und er sagt, noch nie, bezogen auf die letzten 200 Jahre, sein Untersuchungsgegenstand, noch nie hat er eine solche Gier in der Wirtschaftswelt gesehen wie heute. Geld steht bei vielen in der Mitte ihres Tun und Treibens. Es ist der Götze der Neuzeit, um den sich alles dreht, um den alle wie um das goldene Kalb tanzen und für den sie alles tun. Man fühlt sich sicher, selbstbewusst, wenn finanziell alles in Ordnung ist und unsicher und ängstlich, wenn dem nicht so ist. Und damit sind wir mitten im Götzendienst. Denn unsere Sicherheitssituation, unser Ich bin zufrieden und geborgen, soll nicht von unserem Kontostand abhängen, sondern unser Vertrauen, unser Glaube soll gesetzt sein auf den Herrn, der gesagt hat, ich werde dich nicht versäumen noch verlassen. Ich bring dich durch. Es ist eine Art Glaube an den Mammon. Vertrauen auf Besitz, Geld und Vermögen. Das ist ein moderner Götze, der sich an die Stelle Gottes stellt und dem wir unsere Zeit, Kraft und Energie weihen und opfern. Verstehen Sie, Gott hat nichts gegen das Geld verdienen. Gott hat nichts gegen Karriere. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Aber es gibt diese Grenze, wo das Geld einen Stellenwert in unserem Leben einnimmt, der an die Stelle Gottes tritt und damit zum modernen Götzen wird. Martin Luther sagt, alles, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Deswegen wird die Habsucht, Pleonexia, das Mehr haben wollen, den Rachen nicht vollkriegen, im Neuen Testament als Sünde und als Götzendienst bezeichnet. So etwa in Kolosser 3, Vers 5. Hurerei, böse Lust und Habsucht. Wow. Ob wir das in eine Reihe gestellt hätten? Hurerei, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist? Geldliebe macht geistliches Leben schwer, erstickt es. Jesus warnt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er sagt auch, hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Paulus, denn die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen, welcher Nachtrachten etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Auf diese Weise kann man schon heute vor der eigentlich antichristlichen Zeit den Groll der Verwüstung an heiliger Stätte haben. Mitten im Tempel Gottes im Herzen der Glaubenden, im übertragenen Sinn sitzt der Antichrist, der falsche Prophet und damit der Teufel im Herzen, nimmt gefangen, fordert Opfer und ihm wird gedient. Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir den Drang, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Existenzsicherung? Das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Das ist nichts Schlechtes. Es ist eine tiefe Sehnsucht, die Gott, der Herr, selber in unser Herz gelegt hat. Das Problem ist nicht das Bedürfnis. Das Problem ist nicht die Sehnsucht, sondern das Problem ist die Quelle, an der wir versuchen, das zu stillen. Da liegt genau das Problem des Menschen schlechthin, seit 1. Mose 3, durch die ganze Geschichte hindurch, heute im Jahr 2013 und in der antichristlichen Zeit auch, dass wir das Leben, das wirkliche Leben, Geborgenheit, Schutz, Schirm, Wärme, dort suchen, wo sie letztlich nicht zu finden sind. Dass wir all das, was Gott uns geben will, dort suchen, wo Gott nicht ist. Und es dabei verlieren und zum Götzendienst kommen. Die echte Quelle, das echte Leben, Schutz, Liebe, Wärme und Geborgenheit gibt es bei der Jesusquelle. Schon der Psalmist sagt,
denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und das musste Gott schon Abraham sagen, dass wer in seiner Gier immer mehr Brot aus der Welt isst, in Wirklichkeit nicht satt wird, sondern dass nur der satt wird, der das Jesusbrot isst, das vom Himmel gekommen ist, um für die Menschen gebrochen zu werden. Abraham, das war eine schwierige Situation, vielleicht vergleichbar mit unserer in manchen Dingen. Er wurde ja aus seiner sozialen Sicherheit, seinem Sippen- und Stammesverband herausgeführt in Ur, in Chaldea, über Haran und kam ins Land der Verheißung und wurde sehr reich gemacht. Und wir können uns vorstellen, das war eine ungeheure Verlockung auch für die götzendienerischen Kanaaniter um ihn her. Und nicht nur die Gefahr von außen war da, sondern auch die Gefahr, dass Abraham gesagt hat, ich habe genug, ich habe viel. Fehler wirtschaftet, sicherlich war auch der Segen des Herrn dabei, das sagt man dann so noch mit. Und jetzt verlasse ich mich auf mein Geld und auf mein Reichtum. Aber da erscheint ihm Gott und sagt, ich bin der Gott, der dir genügt und der dir alles geben wird, was du brauchst. Genau genommen, ich bin El Shaddai, das heißt, ich bin der Gott, da steckt die Verwandtschaft auch zur Mutterbrust drin, ich bin der Gott, der dich versorgt, wie ein kleines Kind an der Mutterbrust versorgt wird, der dich schirmt und schützt. Die Mutterbrust ist ja für ein Kind, das gestillt wird, der paradiesischste Ort auf dieser Welt. Also, wir haben ja 5 Kinder und wir haben das auch immer wieder erlebt, oder ich habe das erlebt, also wenn gar nichts mehr hilft, dann musste meine Frau ran, ja, und dann war da das Paradies da. Und das ist eine wunderbare Sache und das ist das, was Gott Abraham sagt. Alten als auch im Neuen Testament angekündigt. Es wird davon ausgegangen, dass Jesus und die Apostel aramäisch gesprochen haben. Die Verwendung des Aramäischen dauerte bis in etwa 650 nach Christus an. Dann wurde es vom Arabischen verdrängt. Siehe Fußnote 2. Die gegenwärtige Bibel hat jedoch ihre Grundlage nicht in aramäischen Manuskripten, sondern in griechischen und lateinischen Versionen. Die biblischen Prophezeiungen zu zitieren bedeutet nicht, dass die Muslime die gegenwärtige Bibel im Ganzen als Gottes Offenbarung akzeptieren. Es ist keine Vorbedingung für das Akzeptieren eines Propheten, dass er zuvor durch einen früheren Propheten angekündigt worden sein muss. Mose war ein Prophet für die Kinder Israels und für Pharao, und auch wenn ihn keiner zuvor prophezeien hat. Abraham war Gottes Prophet für sein Volk und für Nimrod, und auch sein Kommen wurde von niemandem vorausgesagt. Noah, Lot und andere waren wahre Propheten Gottes, und auch sie wurden nicht vorher angekündigt. Der Beweis für die Wahrhaftigkeit eines Propheten beschränkt sich nicht nur auf alte Prophezeiungen, sondern schließt die aktuelle Botschaft, die er gebracht hat, Wunder und mehr mit ein. Prophezeiungen zu diskutieren ist ein heikles Thema. Es erfordert, Bibelversionen, Übersetzungen und vor kurzem entdeckte Manuskripte zu prüfen, hebräische, griechische und aramäische Worte zu untersuchen. Die Aufgabe ist besonders schwierig, denn vor der Erfindung der Druckpresse, 15. Jahrhundert, zeigten alle Exemplare der Bibel Unterschiede im Text, siehe Fußnote 3. Das ist keine leichte Sache für Laien. Aus diesem Grund
kommt die beste Bezeugung von früheren und modernen Experten auf diesem Gebiet, welche die Prophezeiungen bestätigten. Wir haben Berichte früherer Juden und Christen, sowohl von Mönchen als auch von Rabbinern, die bezeugen, dass Mohammed die Erfüllung spezieller biblischer Prophezeiungen war. Es folgen einige Zitate von diesen Leuten. Der erwartete Prophet. Vor dem Islam erwarteten die Juden und Christen in Arabien einen Propheten. Vor dem Auftreten Mohammeds war Arabien die Heimat von Juden, Christen und heidnischen Arabern, die gelegentlich gegeneinander Krieg führten. Die Juden und Christen sagten, die Zeit ist gekommen, zu der der ungebildete Prophet kommen soll, der die Religion Abrahams wiederbelebt. Wir werden uns ihm anschließen und einen grausamen Krieg gegen euch führen. Als Mohammed tatsächlich erschien, glaubten einige von ihnen an ihn und einige lehnten ihn ab. Aus diesem Grund offenbarte Gott, Sure 2, Vers 89, und als von Gott ein Buch, das heißt der Koran, zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, gemocht. Bis zu dem Tag, als in diesem Rathaus